Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und ich sitze hier mit Cynic. Wie geht's dir, mein Freund? Wunderschön, sehr, sehr gut, Alter. Schön, dass es geklappt hat, Digi. Schön, dass es geklappt hat, ja. Wo sind wir hier? Wir sind in Berlin gerade am Kotti in der Ember Bar. Das ist einer meiner Lieblings-Shisha-Läden. Genau. Ja, yeah. nice. Ja, also entschuldigt bitte, ne, wenn der Sound jetzt ein bisschen Musik im Hintergrund ist und so weiter. Wir sind halt, wie gesagt, in einer Bar, einer Shisha-Lounge und ich denke mal, ihr hört trotzdem alles ganz gut und so weiter. Und ich dachte, weißt du, es ist wahrscheinlich ganz interessant, wenn wir uns mal zusammen hinsetzen und ein bisschen so über Gott und die Welt quatschen, so, weißt du. Vielleicht nicht so speziell nur über Battle Rap, weil ich finde einfach, da gibt es sehr, sehr viel Content von dir schon drüber. Ne? Also du hast ja auch auf deinem Kanal, bringst du ja Analysen, Reactions und so weiter und auch da erzählst deinen Weg und so weiter, auch in sehr ausführlichen, sehr geilen Videos und so weiter, ne, die ich mir alle reingezogen habe. Aber ich würde mit dir gerne auch mit Themen reden, die vielleicht nicht diesen Rap-Kosmos verlassen, aber vielleicht den Battle-Rap-Kosmos, weißt du? Und dann würde ich auch gerne mit dir ein bisschen so über YouTube im Allgemeinen quatschen, so, weißt du, was da dein Eindruck ist, ob du denkst, dass du in diesen Kosmos reinpasst als klassischer YouTuber, ob du dich als YouTuber verstehst mittlerweile, weil dein Kanal hat ja mittlerweile eine beachtliche Größe, sag ich mal. Und ja, das wäre so, was ich mir vorgestellt habe. Klingt das geil für dich? Oder? Auf jeden Fall. Ja, nice. Vielleicht für alle, die, es gibt wahrscheinlich doch noch ein paar Leute, die dich vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, so, weißt du, kannst du dich vielleicht nochmal kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was ist dein Ding, was ist dein Deal so, weißt du? Genau. Also mein Deal ist, Digga, ich bin breit gefächertes Grauen, so, ich habe so 5, 6 Sachen, die ich mache, also in erster Linie Battle-Rapper auf jeden Fall, meines Zeichens der größte Battle-Rapper Deutschlands. Ja. Mittlerweile mache ich YouTube, habe das schon vor ein paar Jahren angefangen, so Battle-Rap-Compilations zu machen mit einem Kollegen unter dem Namen Battle-Rap-Junkie. Also Best-ofs gemacht, okay. Jetzt dann halt den Kanal in meinen Namen umgeändert, was ich vorher auch schon machen wollte, nur halt mit diesem ganzen Kollege Alpha Royal Hype, da war es natürlich ein geiler Start. Mach Ghostwriting für Comedians und für Rapper, mach Stand-Up-Comedy, auch Ghostwriting für Comedy habe ich eben schon gesagt, aber selber halt auch Comedy und gehe nächstes halt jetzt auf meine erste Solo-Tour, genau. Hab Mucke angefangen. Hast du ja schon eine Weile gesagt, ne, dass du auf jeden Fall auch deine ersten Tracks jetzt rausbringen möchtest und so weiter. Ne? Ja, das ist immer so das Ding, so, weißt du, das ist ja auch das, was dir ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen das Genick gebrochen hat bei diesem ganzen Alpha Royale Ding. Und wie gesagt, ich sag mit Absicht in Anführungsstrichen, weil für mich bist du trotz der Tatsache, dass du das oder dass das Finale nicht für dich entschieden wurde, definitiv als Gewinner aus der ganzen Sache rausgegangen. Willst du vielleicht nochmal kurz sagen, so was so deine. Vielleicht nur ganz kurz, weil, wie gesagt, weil du hast dich ja auch sehr ausführlich geäußert auf deinen Videos, dann auf deinem eigenen Kanal. Aber was ist dir da durch den Kopf gegangen, wo dieses Judging dann stattfand und du einfach gemerkt hast, Alter, hier stimmt was nicht so, Alter, es war, ja, wie du schon gesagt hast, ich habe gemerkt, hier stimmt was nicht, ich habe meine Kollegen angeguckt, mir gedacht, haben die dasselbe Battle gesehen und die 1000 Leute waren ja alle einer Meinung so, bis auf 5. Deswegen, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, war sauer, down und auch ausgepowert, weil sowas zerrt übelst an den Kräften, so ein Battle am Ende des Abends, wenn du 7 Stunden da vor Ort bist und dann aber eine schlechte Nachricht bekommst. Aber das war, ging, also ich wusste am selben Abend auch schon, dass ich, wenn das rauskommt, dass dann alle wissen, wer das gewonnen hat. Ja, ja, genau. Und habe das dann einfach voll zu meinem Vorteil genutzt. Hast du definitiv. Ich habe ja damals in meiner Story direkt auch gesagt, so, obwohl ich halt mit Kollege, wir sind in Kontakt und so weiter, ne? Und ich feiere Kollege als Rapper und als Künstler und so weiter, ne? Aber das heißt ja nicht, dass man kategorisch alles abfeiern muss. Das ist ja das, was heutzutage so in dieser Deutschrap-Szene so cancermäßig sich verbreitet, ne? Wie so ein Lauffeuer, dass wenn du einen Rapper feierst, dann musst du das alles abfeiern, was der macht, so, weißt du? Und da spreche ich mich halt kategorisch gegen aus und ich sehe diese Kritikfähigkeit und auch diese Fähigkeit, Kritik zu üben an Rappern, die auch konstruktiv ist, so, weißt du? Das sehe ich so ein bisschen am Schwinden und da sehe ich auch Hip-Hop-Medien in der Bringschuld, ne? Das findet alles nicht mehr statt, das ist einfach nur noch ein riesiges Eiergelutsche und alles drum und dran. Und deswegen habe ich das auch damals gesagt, so, du, Alter, fand ich nicht geil, so, habe das auch in meine Story gepostet, so, das ist ein Skandal, dass du das nicht gewonnen hast, habe ich, glaube ich, auch direkt so gesagt. Und habe aber auch, glaube ich, gesagt, auch selbst in meiner Story noch, ich hoffe, dass Cynic das ausnutzt für sich auf jeden Fall, weil er auf jeden Fall die Masse auch hinter sich hat jetzt gerade. Ne? Du hast das ja nicht nur im Internet das Echo gehabt, sondern du hast ja auch direkt das Feedback damals im Publikum gehabt, dass alle so, Cynic, ne, vollkommen rasiert und so weiter. Ne?
Klar, es gab sicherlich auch Leute, die Mighty vorne sahen oder so, aber das war halt nicht die Masse so, ne? Und im Endeffekt, ich war ja jetzt auch vor ein paar Tagen beim Top Tier Takeover und du siehst einfach, wen das Publikum feiert, ne? Und dann ist dann meistens das Judging ist on par so. Selten, ne? Also genau. Gibt es eigentlich nicht, dass dass die Crowd so geschlossen so ist und die Jury sich geschlossen so denkt. So, das gab es noch nie. Genau. Das war das Ding. Und die Crowd hatte an dem Abend, wo du dieses Finale gemacht hast, auch keine Stimme, ne? Nee, das wird ja damals eingeführt. Ach so, ja? Ach so, das ist neu, okay, krass, Alter. Ja. Und da gab es hinter den Kulissen so ein bisschen so subtilen, also ich will jetzt nicht sagen Druck, aber es gab schon so subtile Hinweise dir gegenüber, dass du dich so ein bisschen, sagen wir mal nicht so, ja, nicht gegenüber dem Boss halt äußern sollst. Einfach so, dass genau. Was hast du für Lines gegen den Boss? Guck mal, dass du nicht machst. Und so Halbfinale war schon ein bisschen, hat ihm schon nicht gefallen. So. Mhm. Ja, subtil auf jeden Fall, clever geäußert, aber jeder, also... Und auch nicht direkt von ihm, sondern von irgendwelchen... Nee, der hat so zwei Leute gehabt. Achso, okay. Aber aus seinem Umfeld, also hast du schon gemerkt, dass das von ihm so indirekt kam? So. Safe, ja. Ja, okay. Na, das ist aber auch so ein Trend in der Szene, den ich gerade sehe, dass immer mehr so Einfluss ausgeübt wird auf Leute, die dann vielleicht an so einem Image auch kratzen könnten, weißt du? Generelle Angst, und die kann man auch darauf beziehen, was du gesagt hast, dass dieses generelle Eier im Mund nehmen einfach so Anklang findet, bei Leuten, die nicht so clever sind, dass die einfach Schiss haben. Ne? Also die sind einfach alle diesen riesen Schissstein im Rücken und haben einfach Angst, ihre Meinung zu äußern. Und dann, wenn du dann mal die Interviews siehst, wie der und der das geführt hat, und dann im Nachhinein, wenn die Kameras aus sind, die Meinung hörst, die sind einfach darauf angewiesen. Das ist krass, ne? Aber das ist halt schade und auch falsch, weil im Endeffekt on the long run setzt sich, glaube ich, immer das durch, was authentisch ist, und das zerbröckelt dann halt, wenn das auf Angst und Schutzlust passiert. Genau, sehe ich auch so auf jeden Fall. Aber du hast schon recht, ne? Also umso mehr man seinen Kanal dann auch auf so Content aufbaut, der abhängig von anderen ist, dann wirst du diesen anderen natürlich immer mehr gefallen, so, ne? Ja. Und du siehst es ganz gut bei verschiedenen, ich will jetzt nicht direkt irgendwelche Namen nennen, sonst heißt es wieder Marvin gönnt nicht, weißt du? Ja. aber du siehst es bei größeren Plattformen, siehst es halt schon, dass die halt auch nicht nur versuchen, den Leuten zu gefallen, mit denen die Interviews machen, sondern auch versuchen, den Leuten zu gefallen, mit denen die potenziell irgendwann mal Interview machen würden, weißt du? Safe. Ja, genau, das war, ist ganz, ja, das ist definitiv sehr omnipräsent gerade. Und den Trend finde ich furchtbar, ne? Weil im Endeffekt hat doch Rap eigentlich was mit Realness zu tun, auch mit, weißt du, so mit Kritik am Establishment und so weiter, aber voll. Weißt du, das ist doch immer mehr so dieses Pop-Mainstream-Ding, so, weißt du, dass alle miteinander in so einer Scheinwelt auf gut sind und hinter ihren Rücken quatschen sie alle, ey, ja, was ist das für eine Hurensohn? Genau. Da habe ich selbst in meinem kleinen Kosmos, und ich bin ja, wie gesagt, am anderen Ende der Welt normalerweise, Gott sei Dank kriege ich da keine Hausbesuche oder sonst sowas, ne? Also das Geld würde dann keiner in die Hand nehmen, weißt du? Aber selbst bei mir, in meinem kleinen Kosmos, gibt es da auch schon, weißt du, kriegst du Nachrichten, wirst bedroht und so weiter, ne? Und wie gesagt, jetzt auch will ich jetzt nicht unbedingt irgendwelchen Namen nennen, ich will jetzt auch keinen irgendwie da ins Messer laufen lassen oder keinen da irgendwie reinscheißen, aber im Endeffekt ist das für mich völlig unnötig und es hat mit Realness nichts zu tun, weißt du? Du bist so, du bist in der Öffentlichkeit bist du so dieser, ja, Hengst so, weißt du, der Typ, der im Leben steht, der alles einfach klärt und voll, so weiter. Erstens, ne? Das und zweitens, die Karrieren basieren ja darauf, andere Leute zu beleidigen oder runterzumachen. Ich bin der Coolste, genau, ich habe ein dickes genau, Fell, genau. Du bist scheiße, auch Name-Dropping as genau, fuck so. Genau. Und dann, sobald dann mal irgendein unbedeutender, nicht maskuliner Typ, kein Rap-Alpha ist, sonst irgendwas sagt, so, ey, wow, was ist denn hier los? Genau. Du hast ja deine letzten 7 Alben angehört, genau. Ey, was ist denn hier los? genau. Das hat das Ding so, weißt du, austeilen, aber nicht einstecken können. Das ist sehr, sehr krass. Und sowas kenne ich aus der Grundschule, so, weißt du, von irgendwelchen Mädchen oder so, weißt du? Ich halt nicht, ja. Genau. Die einfach sagen, ja, guck mal, der Marvin. Ja. Und dann sagst du, was willst du, Zicke? So, das gehe ich sagen, so, weißt du? Ja. Und gehe ich sagen ist heutzutage nicht mehr, du gehst zur Lehrerin, sondern halt, du versuchst irgendwie Videos zu sperren oder anzeigen. Genau. Das ist, Alter, das ist der Wahnsinn, ne? Das hat mit Realness gar nichts mehr zu tun. Ja, das ist unreal as fuck, Alter.
Ja, und dann, wie du gerade schon erzählt hast, ne, du machst jetzt YouTube schon seit einiger Zeit, läuft auch sehr gut bei dir, muss ich echt sagen. Also du hast einen enormen Abo-Wachstum nach dieser Kollege-Sache. Du warst, glaube ich, in wenigen Wochen so von 50 auf über 100.000 oder so. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also hast du damit gerechnet, dass du so explodierst? Nee. Ich habe auch, ich habe mich selber auch, kennst du ja manchmal selber, manchmal sieht man so die Zahlen, denkt sich so, okay, ich drücke nochmal auf aktualisieren, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Ja, genau. Das ist krass. Also, ja. Die ersten haben ja einfach so 600.000 Views gemacht. Wahnsinn. Und weil da merkst du halt einfach auch, dass es halt viele Leute interessiert hat auch. Und das war, wie gesagt, es waren ja, ich habe da, saß da ja noch mit meinem Dingsbus, mit meinem McDrive Headset und also schäbige Quali, die ist jetzt auch nicht Bombe immer noch, aber ich meine, so ein Video, da musst du über den Inhalt kommen. Genau. Weißt du? Genau. Es ist nicht, du guckst dir, es ist nicht schön anzugucken, aber es ist halt interessant und anscheinend lustig oder informativ gemacht so. Genau. Das reicht dann halt. Schau mal, das ist ja bei uns jetzt auch so, weißt du? Das ist ja bei meinem, selbst bei meinem Bushido-Interview letztes Jahr auch so gewesen. Ich hatte da nicht 8 verschiedene Kameras auf 4K-Quali oder so. Ja. Ich finde so Interviews oder auch so YouTube-Content, der einfach real ist und so weiter, das ist ein bisschen wie Pornos, weißt du? Umso edler die aussehen, desto langweiliger sind sie so, weißt du? Hast du da würde ich widersprechen. Bist du echt? Na, ja, bist du so ein Edel-Porno-Typ? Absolut, also seit einiger Zeit ja nicht mehr, weil ich ja jetzt eine Frau habe. Ja, genau, da guckt man sowas ja nicht mehr, genau, natürlich. Genau. Aber nee, je edler, desto besser. Ja. Echt, ja? So ja, ich bin auch ein anderer Keuler. Okay. Also bei mir ist nicht so. Du bist ein Edelkeuler sozusagen? Absoluter Edelkeuler, ich bin auch ein Storykeuler. Okay. Ach, echt? Ja, volle Kanne. Du lässt dir Zeit, bist ein Genießer. Ich kann, wenn die Story nicht gut ist, geht gar nichts. Nein. So, da sind teilweise so Twists. Ich dachte, die Leute gibt es nicht, die auf die Story gucken. Echt, aber ja? Hier. Da sind wirklich ohne Spaß, wenn ich merke, okay, warte mal ganz, wow. Der hat doch eben noch gesagt, der wollte kurz einkaufen gehen. Warum ist der jetzt auch mal wieder da? Nee. So, also ich muss schon so. Warum hat er seinen Schwanz ausgepackt? Was ist da los? Nee, so, ne? Das sind ja die Oldschool-Sachen, aber die Stories. Ich feier Stories. Echt? Ja. Da guckst du dir so einen Film dann von Anfang bis Ende an, oder? Du bist ja behindert, Alter. Nee. Ich habe aber damals auch die Punchlines gehabt, du guckst dir Pornos bis zum Ende an. Yeah. Hat er auch gezogen, wurde auch geil gekontert. Ja. Yeah. Aber nee, voll nicht. Nee. Aber meistens echt. Also die fangen gerade an rumzumachen, es geht langsam los, aber. Ich bin nicht mal bei der dritten Stellung. Okay. Also Stories sind dir wichtig bei Pornos, okay. Ist auch weird, ich weiß das, aber das ist mein Kopf tickt halt. Sachen, die niemand über Cynic wusste. Ja, safe. Genau. Safe. Absoluter Storycaller. Ja, nice. Storycaller, genau. Das etablieren wir, das Wort. Sehr nice. Ja, und wie gesagt, also dann ging dieses YouTube-Ding bei dir ab und hast du dann auch schnell so für dich entschieden, das will ich jetzt weitermachen, da fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß und da kommt auch ein bisschen Cash bei rum, weil ich sag mal so, du hast ja dann, du bist ja relativ aktiv auch, ne? Also du haust ja, glaube ich, ne, so alle paar Tage mindestens ein Video raus, was auch jetzt nicht nur 2 Minuten geht, weißt du? Genau. Ja. Todeslang auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich strecke halt nichts so, deswegen Leute sagen dann so, ja, nur 8-mal Werbung. Ist so, hör mal zu, das Video geht eine Stunde, 45 Minuten. Eben. Nee, ich rede gerne und ich rede über Sachen, von denen ich Ahnung habe. Deswegen habe ich da viel zu erzählen und ich will da auch nicht so 15 Teile draus machen. Mhm. So, genau. Sind halt lange Videos, Alter. Und die Zahlen geben mir recht so. Klar ist das wieder so ein bisschen, geht das wieder ein bisschen runter, aber das ist ja der ganz normale Zyklus. Das ist komplett organisch, ne? Das so. Ist, weißt du, so ein Hype ist ja. Heißt ja nicht ohne Grund Hype, so, weißt du? Niemand hat Hype auf Lebenszeit, weißt du? Guck mal, 187 und so, weißt du? Es gibt so 187, wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel, Kollega auch so, weißt du? Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, ist Kollegas Hype vorbei? Und ja, ich bin der Meinung, dass der Hype auf jeden Fall vorbei ist. Ja, ist auf jeden Fall. Ja, gut, okay, das ist ja nochmal eine gesamte Story. Genau, aber im Endeffekt ist es auch gut, wenn ein Hype vorbei ist, weil dann hast du wieder, dann weißt du, okay, das sind meine Kernzuhörer. Genau. Weil ich weiß jetzt ganz genau, okay, es sind halt nicht mehr 110.000 oder 120.000 Views pro Ding, sondern 160.000. Genau. Das ist aber ein Kern, solange YouTube keine Faxen macht. Genau, so. Genau. Im gelben Button, die Uhr und so. Richtig, aber sonst. Ist das wirklich, pendelt sich das da ein, das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und das Ding, dieses Monetäre, hatte ich ja vorher schon bei diesem Junkie-Kanal, dass ich halt wusste, okay, krass, Alter, so und so viel ist ein View wert. Mhm. Okay. So, aber das, dann habe ich dann erst nach den ersten Videos auch gemerkt, okay, aber immer pessimistisch, so wie ich sowieso bin, bin immer vom Niedrigsten ausgegangen und dann die Monatsziele wurden eigentlich immer getoppt. Mhm. Nice. Also hast du auch so Probleme mit dieser Werbeunfreundlichkeit und so? Ist das bei dir ein Ding oder hättest du das in Grenzen? Ey, ganz ehrlich, ich will sagen, wenn ich andere Leute höre, lebe ich im Paradies. Yeah, so, ne? Aber ich schreibe mich halt über jeden gelben Money-Button halt auf. Aber man kann schon so sagen, 70-80% sind schon monetarisiert. Das ist gut. Das ist überragend. Ich habe halt ein CPM des Grauens. Mhm.
Weil du halt immer lange Videos hast, weißt du, das hat sich bei mir auch so ein bisschen Ahnung, so... Ich weiß, woran doch, das liegt. Das hat definitiv damit zu tun, weil ich hatte, ich habe, sagen wir mal, also bei mir sind locker 80% Videos, die gehen 15 Minuten, 17 Minuten, so immer um die Drehe, so, weißt du, weil... Aber als ob wenn, die dir irgendwas Geld machen. Nee, also bei mir ist es Gott sei Dank so, dass ich echt, also ich benutze ja auch manchmal Schimpfwörter, gerade wenn ich Lines zitiere und so weiter, aber das ist alles, da ist der Algorithmus noch nicht sensibel genug, um das wirklich herauszufinden, also glücklicherweise so, ne? Aber im Endeffekt ist der CPM dann bei mir auch sehr, sehr hoch, weil ich halt überwiegend lange Videos mache. Du kannst dir auch dein CPM pro Video dir mal anschauen. Hab ich auch gemacht. Und genau. Und dann habe ich mal so geschaut bei so ein paar Videos. So in den letzten Monaten hatte ich mal so ein Video, es ging nur 7 Minuten und so weiter. Hässlicher CPM, ne? Okay. Also ja, genau. Das hat halt damit zu tun, dass du natürlich mehr Werbung auf ein Video schaltest und pro Werbung ist dann dein CPM natürlich höher dann, weißt okay, du? Genau, okay. Pro Klick, genau. Genau, und ich habe das aber auch bei mir manchmal so, weißt du, so, ich mache 2 Werbeunterbrechungen, wenn das ein 15-Minuten- oder ein 17-Minuten-Video ist, das ist vollkommen legitim, auch für mich so, weißt du. Da hast du manchmal Leute drunter, die, wie du schon sagst, so, weißt du, Alter, hier haut der hier 4-mal Werbung rein, weil davor und danach die haben nichts zu sagen, nochmal eine kam, genau, aber das ist dämlich, weil im Endeffekt ist es immer noch Free Content und ich sitze an meinen Videos, also sehr, sehr lange, ne? Weil ich habe ja erstmal Recherche, Skript und so weiter und mache dann so diese, ich bin ja sehr, sehr oft nicht vor der Kamera, eigentlich nur bei meinem Zweitkanal. Und da musst du natürlich auch für die visuelle Umsetzung. Ich gucke mir das an, denke mir so, übel, Spaß, geht übel, gar nicht übel, ne? Ich gar keinen Bock drauf. So alle 2, 3, 4, 5 Sekunden neues Bild oder so, dann fügst du das mal so ein und so weiter. Digga, da sitzt du 20, 30 Stunden, ne? Das ist Wahnsinn. Und gerade auch, wenn du halt so eine Albumrezension machst, du musst dich ja da auch damit beschäftigen, weißt du? Deswegen verstehe ich immer nicht, manchmal schreiben mir Leute so, kommt ein Album am Freitag raus, Digga, wann kommt die Review? Die kommt in 3, 4 Tagen, ja, Alter. Ja, die haben es selber noch nie gemacht. Genau. Das hat mal so dieses, da könnte man frustriert sein, wenn man halt so sieht, dass Leute nicht erkennen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ja. Ne? Aber das ist Gott sei Dank, ist das nur ein kleiner Bodensatz, sage ich mal so. Ne? Und da konzentrierst du dich lieber aufs Wesentliche. Und fühlst du dich wohl damit? Hast du Spaß daran? Findest du YouTube im Allgemeinen als eine geile Möglichkeit, dich kreativ zu entfalten? Oder? Boah, kreative Entfaltung, das mache ich auf der Bühne auf jeden Fall, wenn ich Texte schreibe. Yeah. Aber ich kann halt einfach die ganzen Sachen, die ich mir halt so denke, über ein Battle oder über sonst irgendwas, oder wenn ich diese Monologe da mache, ich kann das dann einfach erzählen, das macht mir Spaß, weil ich skripte ja gar nichts, weil ich relativ gut frei reden kann so. Mm. Und die Leute, ich habe einfach Glück, dass die Leute gerne zuhören. Das sind auch so geile Kommentare, die sagen so, ohne Spaß, wenn ich so sage, soll ich nächste Woche das und das machen? Yeah. Sagen die so, ey, ohne Spaß, lies Apotheken, Rezepturen, mach einfach irgendwas, das ist voll geil. Hab ich voll Glück gehabt so. Das kommt nice, bei der Comedy zugute, beim Battle Rap zugute, aber da halt extrem, weil es halt super trocken ist. Mm. Aber Leute sich das echt gerne anhören. Yeah. Das ist halt, wie gesagt, freies Reden halt. Stark. Ja, das habe ich bei mir auch hier und da. Mir haben auch schon mal Leute gesagt, ey, du musst hier mal so Audiobooks machen oder so, weißt du, einfach so vorlesen oder so. Ich habe Leute, die sagen, ich hör dich zum Einschlafen und sowas, weißt du. Ich mache denke, okay, krass, ne? Genau. Ja. Das ist nice, auf jeden Fall. Und ich sag mal so, dieses Feedback ist halt auch cool, so wenn du halt eine Community hast, mit der du interagieren kannst so und so weiter. Ne? Also ich bin auch in meinen Kommentaren sehr, sehr aktiv, weil das auch einfach für mich so damit nicht endet. So, weißt du? Ich lade nicht ein Video hoch und das war's so. Ne? Ja. Und ich schaue immer auf die Resonanz und so weiter, beschäftige mich auch viel mit so Tags setzen und so weiter. Ne? Okay. Bist du da auch mit drin, nee, so in dieser Rubrik da, wo du mal schaust, so, welche Wörter packst du jetzt in die Tags und so weiter? Nein. Nee. Bei YouTube habe ich noch nie was getan. Ja, ach so, echt? Also das meinst du, wenn du das Video gerade. Genau, ich sehe diese Hashtags unter den Videos. Nee, das mache ich auch nicht. Nee, keine Hashtags und so weiter. Das baller ich voll. Ja, genau. Da bin ich schon mit Auge, mach ich mit Auge. Genau. Ich hatte mal einen Stream. Da habe ich darüber geredet, so ein bisschen über, wie ich mein Instagram pflege, dass ich jeden zurückschreibe und so weiter und versuche da halt auch ordentlich Interaktionen zu generieren, weil es mir halt auch im Endeffekt Spaß macht. Ne? Also wenn ich es scheiße finden würde, würde ich es einfach nicht machen, so, weißt du? Und so war schon immer meine Devise. Aber ich habe dann mal mit diesen Tags ein bisschen rumgespielt und habe dann vor Veröffentlichung habe ich
was war das? Ich glaube so How to Instagram habe ich einen Tag gemacht und dann irgendwas mit Instagram Hack oder sowas, weißt du, ja. so vor die Stino Mainstream Tags so gesetzt, ja. Weißt du, die halt doch schon entfernt was damit zu tun hatten, weil ich ein bisschen darüber geredet habe, aber es war jetzt nicht essentieller Bestandteil des Videos, weißt du. Alter, mit, keine Ahnung, irgendwie 15.000 Klicks, $90 oder so, das war unfassbar, ne? Also die, wie gesagt, über Nacht 15.000 Klicks und dann stand da $90 oder sowas, ja, weißt du? Alter, das hatte ich noch nie vorher, das hatte ich wirklich noch nie vorher. Und ja, überleg mal, ne? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es damit so, nein. Also das sind wahrscheinlich einfach nur, guck mal, wir bewegen uns ja thematisch in einer Nische, ne? Ist ja völlig klar. So eine Dougie B oder solche Lifehack-Dinger oder so, solche How-To-Kanäle, die machen ja Millionen mit ihren Klicks. Ne? Und die müssen nicht mal mehrere Millionen Abonnenten haben, um Millionen damit zu machen, weißt du? Und da siehst du erstmal, was möglich ist. Ne? Also ich hatte da, wie gesagt, 15.000 Klicks, 15.000 Klicks, $90, genau. Das ist ja irgendwie ein 7er CPM oder sowas, weißt du? Und das hatte ich vorher noch nie. Das hatte ich selbst damals mit dem Bushido-Interview nicht, wo ich in 90 Minuten auch 9-mal Werbung gemacht habe. Alle 10 Minuten, völlig legitim. Ja. Selbst da hatte ich nicht so einen hohen CPM. Ne? Und das Video ging irgendwie 14 Minuten oder so. Ja. Ne? Wahnsinn, ne? Dann überlegt man wieder so, weißt du, okay, du kannst mit YouTube auf jeden Fall ein bisschen Cash machen, aber wenn du dich richtig kommerzialisierst, so, weißt du, wenn du so zu einer richtigen Hure wirst, so, weißt du, dann ist da nochmal 10-mal mehr rauszuholen. Ja, aber das ist genau. Ja nicht der persönliche Anspruch. Auch. Nee, auf keinen Fall. Weil dann könntest du nicht mehr deinen und ich nicht mehr meinen Content machen, richtig. Dann würden die Leute auch sagen, dicker Arsch. Richtig, was genau, der denn da, genau. Was will der was in die Verdauung? Richtig. Nee, definitiv nicht, ne, aber man hat dann mal so einen kleinen Einblick nach oben, was diese Leute eigentlich verdienen, so, weißt du? Das weiß ich sowieso schon, das ist grausam, was komplett talentfreie Kinder verarschen, dafür Geld machen, so, aber... Gut, das ist deren Ding, ey. Wenn die Leute darauf reinfallen, ja, so, ja, weißt du, wenn die Nachfrage existiert, ist auch okay, weißt du, aber ich muss es halt nicht feiern, weißt du. Ja. Und das ist so dieses Ding, so, weißt du, dieses so dieses feier ich, ne, ja. ich will es ja nicht auf spezielle Individuen eingehen, aber diese allgemeine feier ich Kultur, will ich sie jetzt mal nennen, die feiere ich halt nicht. Ja. Oder lassen wir das mal so stehen. Ja. Genau, also YouTube sagst du, ist geil so, ich weiß nicht, wie sagt es, feier dich, das ist so geil. Das ist so ein Stempel. Jetzt ist so eine negative Konnotation. Ja. Ich hatte das auch in 2-3 Streams, hatte ich das drin, dass ich irgendwie nach irgendwas gefragt wurde, ja, feiere ich den Song, weißt du, danach musste ich lachen, so, weil das für mich komplett stigmatisiert ist schon, so, weißt du, das ist, naja gut, wie gesagt, lassen wir das Thema. Okay, also YouTube sagst du, ist geil. Kannst du dir auch vorstellen, weiterhin zu machen und so? Ja. Hattest du denn schon mal so auch so Sponsoring-Anfragen, Placements-Anfragen und sowas? Ich würde sagen, keine einzige. Ja? Okay. Keine einzige. Okay. Ich habe nur diese ganz dubiosen Dinger, so, wir wollen den Clip am Anfang stellen. Können wir für das Game Werbung machen? Ja. Kommt am Anfang des Videos. Mhm. Dann schreibe ich immer irgendwelche Summen, die unrealistisch sind und dann melden die sich. Und wenn die die zahlen, dann mache ich das sofort. Was willst du dafür? Was habe ich mal geschrieben? So 4.000 Euro. Mhm. Habe ich jetzt vorgestern wieder eine gehabt, 4.000 Euro haben die geschrieben, wir prüfen das mal und dann melden wir uns. Ja, okay. Wirklich, wenn die 4.000 Euro, können die da vorne gerne irgendwie... Gerne. Wie heißen diese komischen Rollenspiele da? Die ja, Alter. League of Legends oder sowas. Scheiße. Ja, genau. Genau. Spielst du irgendwelche Computerspiele oder Konsolen oder so? Bin ich auch von weg und auch aus dem Grund, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, weil ich genau Zeit weiß, Digga, auf jeden Fall. Und ich wüsste auch, dass ich komplett affin für sowas bin. Wenn jetzt mir einer, ich habe zum Beispiel noch nie World of Warcraft gespielt, wenn mir das jemand zeigen würde und mich da so ein bisschen so in diese Welt einführen würde, ich würde da komplett versacken drin. Ne? Also ich bin also da komplett so 100% affin drin. Nicht, weil solche Spiele finde ich ganz schlimm. Weil das ist, also ich habe, wenn ich was gespielt habe, dann wirklich dann FIFA. Ja. Yeah. Oder so ein, keine Ahnung, früher gab es sowas Geiles auf der Playstation. Kennst du noch Tenchu? Ja. Das ist krank mega, gewesen auf jeden mega. Fall. Tomb Raider rauskam. Ja, genau. Tomb Raider habe ich aber so gespielt, keine Ahnung, irgendwelche diese Plattformen da was bauen, was aufbauen, ein Dorf hier. Naja, es geht einfach nicht. Ja. Auch damals nicht so SimCity oder sowas? Nee, oder? Echt? Ja? Den Scheiß habe ich nie gespielt. SimCity war doch nice, Alter. Was ist los mit dir? Ja, Mann. Das letzte Spiel, was ich wirklich richtig, glaube ich, aktiv gezockt habe, auch über mehrere Wochen,
War, glaube ich, Fallout 3, sagt ihr das was? Das ist so, das so ist auch ein Ego-Shooter, ne? Ja, Ego-Shooter, aber auch so ein bisschen rollenspielmäßig. Du erkundest halt so eine Open World und so weiter. Aber das endet halt nie. Aber ne? Da kommst du immer auf Szenario an, weil ich bin ja so ein Dings, Realist. Ja. Mhm. Also zum Beispiel diese, wie hieß nochmal die, dieses Spiel, was über den Zweiten Weltkrieg ging? Call of Duty? Ja. Das zum Beispiel war krank gemacht. Nice. So, ja, genau. Aber sowas zum Beispiel, so, okay, die Welt ist alleine irgendwo laufen, so Zombie-Wölfe oder so. Okay, ist nicht dein Ding, okay. Ist das bei Filmen bei dir das Gleiche, dass du sowas nicht schauen kannst? Ja. So? Deswegen, der Running Gag ist ja hier Harry Potter und die ganzen Filme. Also ich guck's nicht, ich kenn's nicht, ich check die Referenzen nicht, weil Herr der Ringe? Fantasy bin ich raus. Alter, echt, ja? Fantasy bin ich raus. Echt, ja? Kann ich mich doch nicht für begeistern. Kategorisch, ich sehe das und denke mir so, das einzige Positive, was ich nach so 6 Stunden Film sagen kann, ist, das war aufwendig. So, dafür Hut ab, aber für alles andere. Und was ist Fantasy? Das ist so... Du kannst ja spinnen, das ist für mich nicht so geil wie ein Film, der auf einer wahren Begebenheit irgendwie beruht oder ein realistischer Film, weil, Dicker, wenn, ich weiß ganz genau, wenn ich eine Woche zu Hause wäre, ich könnte mir auch irgendwas ganz krankes Fantasy-mäßiges ausdenken. Mhm. So, ich weiß das, aber ich habe da keinen Nerv zu. Ich kann, also was, echt, was, ja? Ja, was nicht realistisch ist, habe ich irgendwie so. War das schon immer so? Oder? Ja. Auch als Kind hast du gesagt, so, was ist das für eine Scheiße? Ich habe unendliche Geschichte geguckt, so, aber da war auch schon so, okay, die gucken jetzt alle, aber... Geil. Ja. Ja, was toucht dich denn filmmäßig so zum Beispiel? Ja, Dicker, so. Also wenn da steht Based on a True Story, ist schon so, hast du mich schon zur Hälfte. Echt, ja? Ja, man, also Dicker, Alter, die Denzel Washington-Dinger, also ich, deswegen, Alter, wann siehst du denn mal, kann sein, dass ich jetzt irgendwelche Sachen vergesse, aber wann siehst du denn mal einen Denzel Washington, einen De Niro, einen DiCaprio, okay, bis auf Inception jetzt, der fand ich schlimm auch. In so vollkommen krassen Fantasy-Filmen. So. Stimmt. Matrix war auch nicht mein Ding. Auch dieses Will Smith hat ein paar von diesen Filmen gemacht. Hancock war leider zu lustig, um ihn zu haten, weil der war echt, der war. Den war, fand ich wieder scheiße. Vom Humor fand ich den geil. Echt, ja? Ja. Nein, der ging gar nicht. Vom Humor fand ich den cool. Ja, der war mies, ey. Ja. Krass. Lieblings Denzel Washington Film, wenn du dich für einen entscheiden müsstest? Ja, kann, das Ding ist... Schwierig, ne? Es kann nur Dingsbums sein, es kann eigentlich nur Training Day sein, das Ding ist aber... Würde ich auch sagen, ja. Weil ich das auch noch gelesen habe, das Buch, ich auch sagen American Gangster. Echt, ja? Ja. Auch wahre Geschichte, Alter, Bumpy Johnson. Okay, krass. Krass. Ja, Frank Lucas, unfassbarer Film, unfassbarer Schauspieler. Aber ich sag mal, ja, Training Day ist schon so sein Magnus Opus, ne? Alter Falter, Junge. Er hat einfach die coolste Rolle überhaupt. Ja, und das Ding ist aber, ich habe den damals schon gefeiert, weil er einfach ein cooler Film war. Aber ich habe den letztens nochmal geguckt und mir sind wieder neue Sachen aufgefallen, warum ich den jetzt noch mehr feiere als ich schon. Ja. So, das ist krank, der Film ist krank. Ich habe den neulich auch mit einer Mädel zusammen geschaut, die auch noch ein bisschen jünger ist, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht 12, den nicht. Ne? Die kannte den nicht. Genau, die kommt halt... Ich kann theoretisch ausrechnen, wie alt die sein muss. Nein. Also ich habe die nicht am nächsten Tag noch zur Schule gebracht. Okay. Also schlimm war es nicht. Genau. Ja. Nee, aber die hat auch gesagt, Alter, krass, so, weißt du. Ne? Also es gibt so diverse Filme, die dann halt auch vielleicht jetzt die Jugend gar nicht mehr so kennt, so, weißt du. Ja. Und gerade so ein Training, der ist ja zeitlos. Ne? Der ist Training, absolut der ist ein Classic. Zeitlos, jeder, der Hip-Hop feiern muss, wenn es Society gesehen hat, muss Boys ja, gesehen genau, haben. Genau. Muss auch unser Jugendfilm, war zum Beispiel auch Kids. Den muss eigentlich auch jeder gesehen haben, obwohl es jetzt nicht so Hip-Hop-relevant ist, aber... Aber trotzdem, krasse Momentaufnahme auf jeden Fall von so einer desillusionierten Jugendgemeinde, genau, und heftiges Ende auch, Alter, boah, krass. Junge. Das ist Eindruck auf jeden Fall. Ja, ja, genau, das ist ein Film, der ist so ein bisschen so wie so ein Schlag in die Magengrube, so, weißt du, mega heftig auf jeden Fall. Requiem for Dream, hast du den gesehen? Hört sich schon an, dass ich ganz klar richtig zugeht. Nein, das ist kein Fantasy-Film, wenn dir Kids gefallen hat, dann zieh dir den rein. Ja, zieh den rein. Der ist wie Kids, aber auf Steroid. Aber ich habe Dingsbums, ich habe den Requiem for Dream, war auch so ein, hat der einen ganz krassen Soundtrack oder ist das ein Song? Ja, genau. Bei dem feier ich übelst, aber dachte mir so, okay, weil ich auch dieses Video gesehen habe, dachte ich mir so. Nein, das ist jetzt nicht mit irgendwelchen Dämonen, die aus der Erde rausgeschossen kommen oder so. Nein, das ist ein Film. Das könnte eine reale Geschichte sein, genau. Das ist so geil. Episodenartig, wie Drogen halt Menschen ins Verderben reiten können. Okay. So, ne? Also und, so Transport. Aber nicht auf lustig, ne? Der Film, also wenn du den Film anschaust, schau dir den nicht an, wenn du abends noch irgendwie auf Party gehen willst oder okay, so. Du bist nicht in der Stimmung. Genau. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, Alter, schreib mir, nachdem du den gesehen hast. Ich würde gerne wissen, was du davon denkst. Ne? Also auch krasse Schauspieler dabei und alles drum und dran. Heftiger Film. Okay. Geil.
ja, zieh dir den auf jeden Fall rein. Ja, yeah, nice. Ja, also dieses YouTube-Ding, sagst du, ist auf jeden Fall was, was du dir auf jeden Fall noch vorstellen könntest, jetzt auf unbegrenzte Zeit weiterzumachen? Ne? Unbegrenzt kann ich, glaube ich, nicht, weil irgendwann... So oder sagen wir mal unbestimmte. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist kein Ende in Sicht auf jeden Fall. Und ich habe auch viele geile Ideen. Und man ist auch mit Leuten in Kontakt durch die Agentur jetzt. Also wenn da mal irgendeiner die Eier hat zu sagen, weißt du was, sowas gibt es noch nicht, dann kann ich endlich auch mal diese ganzen... Video-Ideen, Sketch-Ideen umsetzen, die ich so in meinem Kopf habe. Und ich will mich auch nicht zu weit auf dem Fenster lehnen, weil wie gesagt, Realist, Pessimist eher, aber es gibt auf jeden Fall Leute, das merke ich auch bei meinen Comedy-Shows, die einen Humor haben, der nicht abgedeckt wird genug auf YouTube und der safe. Werden immer Leute drunter schreiben, 3-0 Mai, die erste Runde wieder zinnig. So, es gibt immer geistige Behinderungen. Yeah, das Ding ist, vom Humor her, glaube ich, das könnte nochmal so ein neues Level werden. So. Sehr nice, sehr nice. Hast du denn noch vor, du gehst ja auf Tour, hast du gesagt, ne? Das geht nächstes Jahr los, hast du gesagt, ne? Genau. Und hast du denn auch vor, dann, sagen wir mal, auch YouTube-Content zu machen, der in die Richtung geht, so deinen Kanal zu erweitern, dich in verschiedene Richtungen zu branchen, sage ich mal? Ja, das ist halt so das Ding mit der Agentur, also ich würde gerne ich bleiben und einfach alles machen, aber wenn die jetzt sagen, das ist so cleverer, das macht keinen Sinn, weil das ist zu breit gestreut. Da muss ich erstmal auf die hören, aber ich kriege ja schon irgendwie hin, dass das kompatibel ist. Yeah. Wenn du sagst, die Agentur, was ist das für eine Agentur jetzt, die auch die Tour mitmanagt? Genau. So, ne? Okay. Ja. Aber die haben jetzt mit deinem Kanal jetzt prinzipiell erstmal nichts zu tun, oder? Die lassen mich da machen, aber die geben halt Feedback an. Okay, okay. Ja, oder wenn ich jetzt irgendwelche ausschweifenden Ideen habe, ausschweifende Ideen, frage ich die halt. Okay, okay. So, was haltet ihr von der Idee? Hast du das Management schon lange oder ist das erst so entstanden, als du jetzt gesagt hast, okay, du bist größer, du brauchst das? Wieso hast du dich dafür entschieden, Management zu haben? Nee, das habe ich erst super kurz. Ich würde sagen, Anfang des Jahres, glaube ich, ich war mit Oliver Pollack auf Tour, habe seinen Support-Act gemacht und er meinte halt zu mir, Dicker, du musst selber mal auf Tour gehen. Weißt du, ich habe Material, habe ich, aber wie jetzt? Meinte er, es gibt sowas wie Club-Touren. Okay. Ich so, okay, was heißt das? Meinte er, das sind kleine Locations, wenig Städte. Einfach nur zum Testen, komm, du machst keine Location größer als 50 bis 100 Leute und guckst einfach, machst die 7 größten Städte und guckst, wo die Leute kommen. Nice. Und dann habe ich halt einen Typen angeschrieben, der mich mal angequatscht hat, der hat mich mal bei so einem Comedy-Roast-Battle gesehen in der Jury und habe mich halt angerufen und meinte so, ich habe mir eine Nummer besorgt, Dicker, was sind das für Sprüche und so, was machst du? Hat er sich das halt reingezogen, der meinte, wenn du irgendwann mal was für Comedy machst, sag mir Bescheid. Dann habe ich den halt angerufen, meinte so, ich will so eine Club-Tour machen, meinte er, machen wir. Ja, aus der Club-Tour ist jetzt einfach durch die Decke gegangen jetzt, also aus Anfang 6 Städten sind jetzt irgendwie 12 geworden und aus 50 bis 100 sind jetzt fast 400 Leute geworden. Heftig. Also ja, und die zweite Tour steht auch schon. Die erste ist schon ausverkauft, bis auf Leipzig und Stuttgart. Und die zweite Tour steht auch schon mit mehr Städten, auch dann Wien und Zürich und sowas alles. Yeah. Und noch größere Locations. Nice. Krass, krass. Bist du aufgeregt schon? Oder? Ich bin eigentlich immer aufgeregt, aber ich... Auch vor Battles und alles, ja? Ja, natürlich. Ja? Okay, krass. Also es gibt keinen, der auf die Bühne geht, nicht aufgeregt ist. Dann bist du doof, dann bist du aber nicht gut. Das gibt's nicht. Also es gibt keinen, die weltbesten Comedians oder... Also jeder ist aufgeregt. Ich wäre nicht aufgeregt zum Beispiel, wenn ich Mucke machen würde. So, weil das ist ein Dicker, das ist dein Song, den hast du 100.000 Mal gespielt, das ist dein Programm. Das ist ja aber, Battle Rap ist halt ein One-Take, so. Okay. Stand-Up Comedy auch. Okay, okay, krass. So. Auch wenn es auf Tour was anderes ist, aber Comedy ist halt was anderes. So. Und das ist halt nur deine Stimme auch, ne? Es ist nur kein Beat, kein Backup, kein DJ, genau. Kein Licht-Dingsbums, keine betrunkenen Leute, die schon Bock haben. So, niemand, der deinen Text mit rappt. Genau. Du hast dann wahrscheinlich auch noch Leute, die sitzen, ne? In manchen von den Clubs, ne? Genau. Battle Rap, Stand-Up Comedy im Stehen geht auch nicht. Ach so, ja, macht Sinn, ja. Alle sitzen, keiner ist besoffen, alles und jeder ist alles, 100% bei ganz, dir. Ganz, ganz ruhig, genau. Keiner ruft dazwischen und dann ist so, was machst du jetzt? Krass, das ist krass, Alter. Respekt davor, ne? Alter. Wenn mal irgendwann, weil es gibt viele Leute, ich habe jetzt auch schon hier Tierstar, Moral Dilemma, Gospel und so, es gibt ein paar Leute, die auch mal mit dem Gedanken gespielt haben und so, und ich versuche halt irgendwann mal so, die alle zu so einem Open Mic mitzunehmen, dass die wenigstens einmal wissen, wie das ist. Ja, definitiv, so. Alter. Das wäre safe. Das ist krass, Mann. Das ist so, das sage ich auch mal so bei diesen A Cappella Battles, das ist, ich habe es jetzt auch gesehen, weißt du, ich war das erste Mal live bei so einem Battle-Ding und ich muss echt sagen, das ist krass, Alter. War das erste Mal? Ja, es war das erste Mal. Okay, das erste Mal. Und, du bist in Kalifornien, du kannst hier die krassesten Sachen essen. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Zeit, Alter. Ja. Ich habe wirklich keine Zeit, Alter.
Jedenfalls, ne, ich habe das auch gemerkt, sobald halt die erste Runde startet, ne, alles ist still. So, ne? Und das ist, wenn du nervös bist, da kann es wahrscheinlich so einen Moment geben, wo du halt sagst, fuck. Natürlich. Ne, und dann, du musst einfach deinen Kopf verlassen und manchmal lässt er dich im Stich, wenn du jobst. Oder wenn du Sachen verhaspelst oder dein, keine Ahnung, Alter, dein Gegner ist so krass, dass du dir denkst, Dicker, wie komme ich jetzt hier? Ich will hier von der Bühne runter. Aber das ist das Risiko. So. Aber umso geiler ist natürlich mit unter diesen Umständen zu zerfetzen und dann einfach 1000 Leute grölen den Laden zusammen, YouTube explodiert und Leute kommen und sagen, wie das hast du da heute gemacht? Ja, ja, krass, Mann, Alter. Das ist wirklich krass, ja. Und du hast dir jetzt über die letzten Jahre ja schon einen krassen Namen, sagen wir mal, ja, erkämpft, ne? Weil es ist ja, es heißt ja Battle, ne? Es ist ja ein Kampf, so. Es ist ja, Krieg, so, ne? Es ist ja lyrischer Krieg. Und wenn du jetzt zu so einem Battle gehst, wie jetzt zum Beispiel am Samstag als Zuschauer, kannst du das noch genießen oder bist du da schon auch selber als Akteur zu verkopft dran und analysierst da Sachen des Todes? Oder? Verkopft war ich auch schon als Fan, aber ich gehe trotzdem als Fan dahin, als verkopfter Fan halt. Ja, okay. Ich, klar sieht man manche Lines voraus oder denkt sich, okay, das war ein Fehler, aber ich bin da als Fan, ich gehe da nur hin, weil ich Battle Rap liebe und ich gehe auch zu. Ich meine, das war jetzt keine Veranstaltung, wo man jetzt sagt, da muss man unbedingt hin, weil krasse Namen dabei sind. Yeah. Und ich gehe auch zu noch, also ich gehe auch bis ganz auf den Grund, wo wirklich niemand auf dem Fleisch ist, den man irgendwie kennt. Weil ich liebe einfach Battle Rap. Jetzt nochmal zur allgemeinen Deutschrap-Szene zurückzukommen. Wie siehst du da die aktuelle Entwicklung? Siehst du es kritisch? Siehst du es, Deutschrap ist so breit gefächert wie nie, ist eine geile Nummer, immer weiter und so weiter. Was ist da deine Meinung? Also ich sehe das kritisch auf jeden Fall. Dann habe ich auch, weil ich höre mir die ganze Musik an, ich sage dann zum Produzenten, ohne Spaß, mach mal einen von diesen Doodle-Beats, die jetzt gerade laufen. Okay. Ohne Spaß, ne? Man kann diese Tracks wirklich kacken. Die kannst du kacken. Ohne Spaß, das ist ja nicht umsonst. Also ich sage, ich will nichts wegnehmen von Kapital, ist ein Riesenkünstler. Aber das weiß ich nur, weil ich halt den Anfangskapital kenne. Ich weiß, wie der Beats zerfetzen kann, was für Texte er schreiben kann. Ich war im Studio dabei, wo der Sachen aufgenommen hat. Ich so, warum schreibst du nicht? Geht so, Bruder. Ging so. Ne? Und dann kann der jetzt Cherry Cherry Lady machen. Wenn es nur das geben würde, würde ich sagen, Dicker, geh mal weg mit dem. Aber ich weiß, dass der ein kranker Rapper ist. Der hat den Kosmos auseinandergenommen. So. Aber alles, also Dicker, das ist auch das, was jeder sagt. Ne? Aber es ist wirklich einfach alles dasselbe. Ne? Yeah. Du hörst keine Punchlines mehr. Mm. Es sind immer dieselben Schemata. Es ist so, bei keinem Track kannst du sagen, der ist nice, weil das. Nein, es ist alles dasselbe. Und ich schwöre, Luciano zum Beispiel, ne? Dicker, der sieht cool aus. Der ist auch, glaube ich, cool. Ne? Der hat ein Monster-Styling-Branding, heftig. Die Tracks kann man auch hören, aber die haben halt so eine krasse, nennen wir das Halbwertszeit. Ja, wenn die einfach ohne Spaß, du bist doch kein krasser Künstler auf lange Sicht gesehen, wenn du nicht mal so ein Klassik-Album gemacht hast. So, und das gibt's ja bei den Jungs nicht, Alter. Und das ist, Raf Camora ist auch krass. Ich finde das einfach nur, ich finde das ist so dieses Rick Ross-Ding. Ich finde das einfach nur hochgradig frech, einfach so eine Blaupause zu nehmen und das einfach so, weißt du was, das ist da nice, ich mach das hier. So, ich kann also. So geil die Songs auch sind, so geil die ballern und man die auch mitsingt und das Ohrwürmer sind, kann ich das nicht respektieren und feiern, weil es das einfach genau 1:1 schon so gibt. So, das ist, ich habe da meine Probleme mit auf jeden Fall, aber klar, es ist auch, werden Leute, die Ahnung von Musik machen haben, auch sagen, Dicker, aber Raff hat schon seine eigene Note ein bisschen mit reingebracht oder der macht das schon hochwertig und so. Mag ja auch sein, Dicker, aber das ist halt eine 1:1 Blaupause. So. Yeah, es gibt halt in dieser. Deswegen freuen sich ja so viele Leute über so ein OG Kimo zum Beispiel, wo du siehst die Tracks und denkst dir so, Dicker, brachial, typ, was der Typ da macht. Brachial. Lines, eine Mood, nicht das, was alle machen, so geil. So, deswegen, solche Leute gibt's und es gibt auch Leute wie, keine Ahnung, Jamule zum Beispiel, der auch diesen groben Sound macht, den alle machen, aber der hat noch der hat was Eigenes, der hat einen Wiedererkennungswert. Absolut. So, der hat einen eigenen Swag. Ja, und der wird noch richtig durch die Decke gehen. Bei dem, obwohl ich den nicht kenne, würde ich auch sagen, der ist musikalisch. Ja, ja, definitiv. Und der ist noch jung, Alter. Wie alt ist der? 20 oder so? Das ist Wahnsinn. Ey, das ist eine geile Story auch da. Ich war in Düsseldorf in einer Shisha-Bar, die einem Kollegen gehört. Und da hat der halt gearbeitet und der Chef kam halt zu mir oder der ist leitet und meinte so, ey, ich habe hier einen Mitarbeiter, der feiert deine Sachen und so. Und dann habe ich hinterher rausbekommen, dass der das halt macht. Ach so, ne? Krass. Deswegen. Ja, nice. An der Stelle auf jeden Fall Grüße, ey, geil, was du machst. Yeah. Heftig. Also ich sehe das
im Prinzip genauso wie du. Ne? Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wo ich so ein bisschen zur aktuellen Deutschrap-Szene mich so ein bisschen... Das war auch das Video, warum ich mit dir das Interview mache. Yeah. Ach, echt? Ja, krass. Also so hätte ich auch gesagt, kann man machen, aber wenn man mich zum Lachen bringt vor YouTube, dann ist so, dann hast du was, dann ist so was gebrochen, dann ist ich mir so, okay. Nice. Dicker. Und ich war dieses Ding mit Nismus, und dann Bugatti und hier meine halt geilen Maul. Genau, so, genau. Wobei, stopp, nochmal gehört. So schön, das ist genau mein Humor, ist so, alles klar, komm. Sofort, Interview, super gerne. Ja, yeah, so kostet es. Ja, nice. Ja, stark. Ja, du hast recht, ne? Also dieses Lyrische, so jedenfalls so in der kommerzielleren Sparte geht halt immer mehr so zurück, so dass man halt auch mal einen 16er als Strophe ansieht, ist auch nicht mehr selbstverständlich, ne? Da gibt es nur noch 12er jetzt, ne? Die Hook ist irgendwie 60% des Songs, ne? Safe. Also Wahnsinn. Repetition. Ja, genau. Die, und ohne Markennamen und ohne Geldscheine funktioniert, gibt es keinen Song mehr. Genau. Es gibt keinen Song mehr. Ja. Und das ganze Battle-Rap-Ding, hast du gesagt jetzt, du pausierst, bis irgendwie das richtige Angebot ist oder so. Genau. Hast du gesagt, genau. Geht nur darum. Genau. Es muss halt zeitlich passen so. Genau. Ich habe Bock, weil, Digga, ich merke das ja in mir drin so. Mein Handy ist voll mit Lines und auch über Ordner mit Gegnern und so, potenzielle, die vielleicht gar nicht zustande kommen. Aber das geht aus mir nicht raus und solange das der Fall ist, bin ich offen so. Und die Angebote sind auch, Digga, ich habe wirklich da Sachen ausgeschlagen, da würden wirklich andere Battle Rapper sagen, haben wir auch schon gesagt, dann bist du geisteskrank. Ich so, ja, aber nee, ich kann mir das einfach rausnehmen, das und das zu fordern und sagen, der Gegner passt nicht. Ich kann, jetzt picky sein nach 5 Jahren. Ja, und dann hast du dich ja vor einiger Zeit auch zu entschieden, so dein eigenes Interviewformat bei dir zu etablieren. Ne? Wie bist du darauf gekommen? War das vielleicht für dich so ein bisschen so der ausschlaggebende Grund, dass du dachtest so, ja, also die Interviews, die ich jetzt mir anschaue, die sind alle schön und gut, aber da gibt es halt, wie der Name des Formats schon sagt, nicht so viel Kontra. Ne? War das so für dich der ausschlaggebende Grund oder dachtest du, das ist ein geiles Format, um das zu ergänzen oder beides? Voll, also das, der Name kam dann irgendwann mit der Formatidee, aber schon mal noch dafür. Ja, klar. Aber... Ja, das Ding war halt, ich gucke halt Interviews und ich denke mir halt so, warum kommen keine Gegenfragen? Warum höre ich nicht die Meinung vom Interviewer raus? Und ich kann verstehen, wenn Leute, ausgebildete Journalisten, Objektivität wahren. Ja. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Objektivität und halt wirklich die ganze Zeit im Mund nehmen. So, ne? Und ich wollte halt einfach so einen Gegenpol dazu ein bisschen machen. Hat natürlich auch dementsprechend viele Absagen, weil nicht jeder Rapper kann sich da hinsetzen und generell reden oder hat keinen Bock auf den Stress. Das ist ja auch das Geile, warum bei anderen Interviewformaten Leute sich hinsetzen und denken so, ohne Spaß, Digga, ich kann hier machen, was ich will. Ich will nicht darauf eingehen. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Wird eher alles abgesegnet so, aber deswegen kommen halt so für mich gibt es kein besseres Flair-Interview. Außer wo der halt von sich aus eine geile Story erzählt, deswegen ist das halt geil gewesen. Aber Dicker, das ist. Also, ich mache die Interviews, wo ich mir denke, man, die würde ich gerne von einem Künstler sehen. Ja, So, und das so Mundschuh-Ding kann mir keiner mehr wegnehmen. Auch das mit Phil Laude war super krass, aber der Name hat halt nicht so gezogen, weil die Leute halt mehr so auf seine Allmann-Sketche gehen, als an der Privatperson anscheinend interessiert sind. Aber das ist super deep und super krass geworden. Okay, krass. Und ich habe jetzt noch ein paar nice Sachen auch, wie gesagt, ein paar Absagen bekommen, die schade sind so. Aber ich kann jeden verstehen, der sich sagt, zu dem setze ich mich nicht hin, weil das ist mir zu anstrengend. Ja, ja. Also ich hab auch das Flair-Ding und das Serdo-Ding habe ich gesehen, die beide fand ich top. Ne? Das habe ich auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal im Stream gesagt, weil ich da auch immer wieder nach gefragt werde. Ja. Und du hast vollkommen recht so. Ne? Es gibt halt diesen objektiven Journalismus und es gibt dieses Abnicken. So, weißt du, dieses kategorisch alles Weil, ja, natürlich, ne, du willst natürlich auch nicht das potenzielle Interviewpartner dir absagen, ne? Ja. Weil dann geht Reichweite verloren, potenzielles Video, was gut Klicks generiert und so weiter. Aber das sollte doch nicht der primäre Fokus sein, weißt du? Mein Kanal ist so ein bisschen wie mein Baby, so, weißt du? Ich will darauf das machen, womit ich mich zu 100% identifizieren kann. Bei mir weißt auch. Du? Genau. Und das kann mir keiner wegnehmen und wenn ich damit Leute erreiche, ist das schön, aber wenn nicht, weiß ich auch, ich habe mich nie verkauft, ich habe mich nie an irgendwelche größeren Namen angebiedert, um jetzt irgendwie zu sagen, jo, kommst du bitte auf meinen Kanal und lutsch da so lange, bis du halt irgendwie mal zum Erfolg kommst, so, weißt du? Und du hast natürlich vollkommen recht, es gibt wahrscheinlich
potenzielle Interviewpartner, die dich dann als Person mal so ein bisschen abchecken, selbst wenn sie sich noch nicht auf dem Schirm haben, ne, dann ein bisschen Research betreiben, ja, und einfach dann sagen, der ist mir aber zu eckig und kantig, ja, so, ne? Der ist nicht rund so, weißt du, der wird nicht zu Ja und Arm sagen, zu allem, was ich sage. Und ja, dann sitzen die dann da und stottern sich einen ab, so, weißt du, und lassen ihre Maske fallen. Da haben ja so viele Angst vor, ihre Maske fallen zu lassen. Ne? Das ist ja, genau, und den, ja, den würdest du die Maske innerhalb von 5 Minuten wahrscheinlich abziehen, weißt du? Theoretisch, ja. Ja, genau. Sehr lustig, ja, genau. Aber du hast vor, das Format weiterzumachen, hast bist auch mit Leuten im Gespräch wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich habe so 2, 3 coole Leute noch demnächst. Ja. Willst du schon mal sagen oder weißt du, ob das 100% safe ist? Das ist auch immer das Ding, mein Kameramann weiß nicht mehr, wer kommt. Okay, so. Okay. Aber ich bin halt so, ich verrate halt nicht gerne irgendwas. Yeah, aber, okay, das ist ja auch, alles super. Mhm. Aber auf jeden Fall auch Leute, wo dann halt, also ich denke mir halt so, das müssen nicht alles Hip-Hop-relevante Leute auch sein. Ne? Ich meine, ich habe ja selber ein breites Spektrum so. Mhm. Und ob es ein YouTuber ist, ob es ein Comedian ist oder ein Hip-Hopper oder ein Fußballer oder so. Oder Leute, die halt lange keine Interviews gegeben haben. Aber ich bin der Meinung, dass ich dazu beitrage, dass du da Leute auf Augenhöhe hinsetzen kannst und dass es dann eine geile Synergie ergibt. Mhm. Und das ist dann eine sinnvolle Erweiterung, ne? Weil du machst ja nicht den 11. Interviewkanal, wo halt, ich will nicht wieder den gleichen Term nutzen, aber alles gefeiert wird halt, ne? Sondern, du erweiterst das sinnvoll. Das ist eine geile Nummer. Genau. Meine Güte, da bist du voll mit Projekten, Alter. Das ist der Wahnsinn, ne? Du hast dein Battle Rap Content, du hast das Contra-View-Format, was natürlich auch sehr, sehr viel Zeitaufwand schon ist, weil du musst dich natürlich auch auf deinen Interviewpartner wenigstens so ein bisschen vorbereiten, du musst wissen, worüber er redet. Wenn er jetzt sagt, ja, vor 7 Jahren habe ich das gemacht, dann willst du nicht gucken, wie so ein Und wenn, dann ist es halt so. Mhm. So ist das auch vor Flair und meint so, Dicker, das kenne ich nicht. Mhm. Oder ich bin auch gegen die Wand gelaufen, als du meinte, Dicker, Kart hier, so und so, hat er mich belehrt. Okay. Ist doch vollkommen in Ordnung, aber das ist doch geil, ja, das unterhalten ist real, Mann. Ja, das ist real, genau. Dicker, ich muss doch nicht alles, also, hä? Ja, genau. So. Nee, das passt schon, genau. Und dann darauf noch Comedy-Tour, dann machst du Mucke noch. Wahrscheinlich soll das irgendwann mal in einem Album munden, denke ich mal. Ne? Alter, wird ein heftiges Jahr für dich. Ja. Aber ich werde das alles verfolgen, Alter. Und wie gesagt, wenn dein Album... Irgendwann gibt's mal ein Album-Review. Genau, Mann, Alter. Genau, aber dann auch wirklich, ne, wie du es immer machst. Wie immer, genau. Wenn ich das was scheiße mir, finde... Der Beat ist scheiße, aber die Line ist nice. Genau, definitiv. Also da kannst du von mir auf jeden Fall 100% Real Talk erwarten. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg damit. Ne? Mit allem, was du jetzt weiterhin machst. Ich feiere deinen Content, Alter. Ich feiere dich als Person. Du bist eine Bereicherung für die Szene. Aber hab ich dich auch geprägt. Ja, du hast mich geprägt, ja, definitiv. Also, das ist richtig. Du warst eigentlich der Grund, warum ich mit Hip-Hop angefangen habe. haben wir noch einen mitgegeben zum Schluss. Aber wie gesagt, ich danke dir fürs Gespräch, ne? War mega, also auch, dass du relativ spontan warst und alles. Ne? Das ist, wie gesagt, bei mir ist ja alles chaotisch gerade. Ne? Vor ein paar Tagen ist es aus Amerika hergekommen. Eine halbe Stunde zu spät. Ja, genau. Schande über mein Haupt auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, das bringt der Karma-Punkt. Passt, passt. Ich habe ja Zeit. Genau. Karma gibt's dir. Genau, alles klar. Super, ich danke dir. Ne? Hab mich gefreut. Alles klar. Wir sind raus, Jungs. Ne? Abonniert Simic auf jeden Fall. Checkt seinen Scheiß aus, kommt auf seine Comedy-Tour. Und wir sind raus. Peace.